Jo, da sind wir wieder, jetzt Runde 2. Gegner hat Mulligan genommen. Wir haben Unser eine Play. Solid Hand mit Skola und Thras passt Brass. auch ganz gut dazu, oder? Ja, ist ein klarer Keep. Ist natürlich jetzt noch kein Weiß dabei, aber on the draw ist das Rain. Haben wir eben gesehen. Den Garten lassen wir gelten. Gegen Grün schmeckt die Hand auch, finde ich. Ja. Da können wir vielleicht so ein bisschen eine Thras-Taktik machen. Mal schauen, wenn der Gegner jetzt 2-Drop hat und dann. Mal vielleicht ein bisschen spekulieren, mal schauen. Ja, zockt grün-schwarz. Wir haben jetzt inzwischen in den Runden nicht geguckt, was er zockt. Ja, okay, dagegen können wir jetzt mit Clifford eh nicht blocken. Würde ich sagen, behalten wir alle Karten auf der Ja, Hand. genau. Jetzt haben wir auch zweite weiße Karte nach, zweite Plains nachgezogen, ist Das eigentlich. mit dem Mana nachziehen klappt ganz gut. Ja, aber diesmal kein Firewalker, aber gegen grün-schwarz will man ihn eh nicht haben, außer Turn 2 vielleicht. So, er legt mehr Viecher aus, das ist sehr gut für uns. Hoffentlich nächste Runde Obviously, noch ein. obviously. Ja. Wir schlucken zwar ein bisschen, aber das ist uns eigentlich egal. Ja, wir können jetzt die Crossroads nachziehen. Ja. Hier hätte ich natürlich die Island legen müssen, damit er nicht an Wrath denkt. Andererseits So war denkt es er so nicht an besser, dass er nicht Cancel. an Cancel denkt. Ja, genau. Haben wir sogar beides. Die Pflanze machen wir nebenbei auch noch kaputt. Ja, das ist auch wichtig, weil die Pflanze sollte gebannt werden. Er zockt sogar noch was. Oh, das ist schade für ihn. Da läuft er jetzt gerade ein bisschen rein. Mana hatte auch keins. Maligen hat er auch genommen. Und wir stabilisieren hier jetzt auf 14 Leben. Das ist natürlich sehr lecker. Haben auch Und eine schöne Hand, falls er noch irgendwie Fetti macht, ja, haben einen genau. Pitfall Trap. Nein, die Pflanze war kurz im Friedhof. Was ist denn da los? Achso, so, Tugendhütten auch einen Friedhof. Ja, oh, schade. Ich dachte gerade, wir könnten jetzt Pitfall Trap machen, aber auf den natürlich nicht. Das war ein sehr guter Drop von ihm, aber den bauen zum Beispiel mit dem Banisher. Ja, aber diese Runde noch nicht. Jetzt zocken wir erstmal beide Geister aus. Geht jetzt auch gar nicht. Aber wir haben die geile Combo mit Seastalker, Banisher. Die schmeckt. Hookie Hook auch. Ja. Da wird gemetzelt. Ah, den kann man auch gut bouncen, aber dann schlucken wir vielleicht schon zu sehr. Nimmst du beides? Ist Jumpen hier keine Option? Also wir sind auf 8 Leben danach. Er hat keinen Burn im Deck, also für mich ist Jumpen keine Okay. Option. Ja, Into the Royal. Achso, es geht natürlich nicht so gut auf Zendikon. Obvious Play ist jetzt eigentlich Banisher auf den Flieger und dann Pitfall Trap auf den Garten. Oder nicht? Ist glaube ich knapper als du denkst, weil die Card Advantage ist schon sehr schön hierauf. Ja, er hat nur so, er kann einmal jumpen halt. Wie einmal jumpen. Ach so, ah okay, du Dann meinst AE halt. Banisher auf den. Und Flieger haben wir dann erstmal keine Antwort, aber können wir Na, irgendwann Interval Into the Royal. Royal und dann mit Looter. Ja, okay, das wird natürlich auch schmecken. Ich stimme dir darin zu, dass wir den Flieger bouncen. Wir wollen auch keinen Okay. Schaden mehr nehmen. Ja. Ach so, wir können jetzt auch einfach den Garten blocken übrigens. Ja, dann müssen wir uns überlegen, was besser ist: eine 3-3er im Spiel oder eine Pitfall Trap auf der Hand. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er Das Ding ist unendlich halt, er Tempo. kann gar nicht angreifen, wenn er. Can't be. Ah, schade für uns. Ja, na, haben wir auch Interval Royal. Ach so, auf das Enchantment meinst du? Auf das Sandycon, dann fällt das Enchantment ab. Ja, okay, das ist natürlich ganz Also ist gut. keine Katastrophe. Aber gehen wir jetzt natürlich schon relativ low so. Ja, aber 5 Leben, das können wir noch aushalten und wir racen Okay. jetzt ja auch hart gegen. Ja. Und das Ding ist halt auch, er kann nicht angreifen und den Flieger nachlegen, wenn er kein Land zieht. Ja. Ein paar Karten ziehen wir auch noch. Ist eigentlich relativ safe, würde ich sagen. Ja, Länder haben wir genug. Eins weg. So, jetzt könnte man die Crosswords wohl schon auszocken, wir Ja, haben genügend Länder. stimmt. Wir ziehen eh noch eine extra Karte mit Into the Royal halt. Ja. Ein Land kann man auf jeden Fall hier noch auszocken. Ja, Looter geht nicht mehr zählen, oder? Nee. Da sind mir die Karten wichtiger.
Ja, derzeit noch drei Spells auf Land, das muss man auch ein bisschen beachten, aber wir haben jetzt auch schon ein paar Kreaturen auf dem Board, von daher. Ja, stimmt, Vines wäre ein absoluter Fail in dem Spot. Er hat schon wieder kein Mana gezogen. Nee, Vines macht, er kann die Kreatur nicht targeten. Korrupte Zendikon können wir trotzdem targeten. Ah, ja, das schmeckt. Das haben wir uns schon alles genau überlegt. Jetzt Declare Attackers, Declare Blockers ist Wayne, oder? Wir könnten einen Fake blocken. Ja, wenn er jetzt Vines hat, würde er dreifach schmecken. Weil er es dann halt for the kill zocken würde. Wir die können Claire eh nicht blocken, fällt mir gerade auf, weil ist der Flieger. Ja, Vines würde echt fünffach schmecken. Ja, du musst noch einmal okay drücken, du bist gerade in dem Segment, wo man dann wirklich Blocker deklariert. Okay. So, und jetzt mit den Bonuskosten, nicht etwa mit den Verflechtungskosten. Schade. Jetzt ist das Land getappt. Deswegen kann er wieder seinen Flieger nicht ausspielen. Wir haben auch eine ganz geile Karte nachgezogen, die hat Potenzial dick zu werden. Genau, und blockt diverse Flieger, die er noch zocken könnte. Gladeheart, oh, okay. Können wir gelten lassen. Mysteries werden auch nochmal geil. Boah, weiß gar nicht, ob die überhaupt noch relevant werden im Spiel. Ja, greifen wir erstmal an. Ja. Und dann legen wir einen 4-4 Flieger bestimmt, oder? Passt ja ziemlich genau mit den 7 Mana, die wir haben. Tja. Vielleicht hätte man mit dem Spot halt mit dem Skola angreifen sollen, weil unsere Hand ist eh zu lecker, als dass man jetzt noch lootern will. Also man lootert natürlich jetzt mit der Hand, aber so richtig viel bringen tut es halt nicht, oder? Da gebe ich dir recht. Hätten wir angreifen sollen, oder? Na, ist auch knapp, weil kann er auch einfach blocken, ist ja nichts los dann für ihn. Ja, der Glade hat es aber auch schon recht gut. Ja, stimmt. Hätten wir mal besser angegriffen. Naja, aber die zwei Schaden sind nicht sehr relevant und momentan haben wir keine Karten zum Abwerfen, aber vielleicht kommen noch viele nach. Oh. Okay, also hat anscheinend weiterhin kein Mana. Sonst hätte er es auf jeden Fall ausgezockt mit dem Glade hat, ist ja eigentlich keine Entscheidung. Das zockt man einfach aus, das Land, wenn man es hat. Wenn er jetzt Einspruch spielt, dann wird das schon eher nicht reichen, sagen wir mal. Aber conceded, das machen unsere Gegner mal ganz gut. Ja, aber da war auch nichts los.